Während der DAX gestern ein neues Allzeithoch erreicht hat, tritt die Wall Street im Grunde seit zwei Wochen auf der Stelle. Seit Mitte März passiert da nicht so richtig viel. Es geht mal rauf, es geht mal runter, aber nachhaltig ist eine Richtung nicht zu erkennen. Und das trotz Helikoptergeld, einer neuen Runde von Helikoptergeld, diese 1.400-Dollar-Schecks für jeden Amerikaner, der nicht rechtzeitig auf den Baum kommt, für eine vierköpfige Familie über 5.000 Dollar teilweise mit Steuererleichterungen aufgrund der Kinder etc. etc. Und heute kommt die nächste Schuldenbombe, nochmal 3 Billionen obendrauf. Derzeit die Staatsverschuldung 28, da denkt man sich, naja, 3, die werden da nicht den großen Unterschied machen. Und das wird das große Thema heute sein, nämlich das, was heute Biden verkünden wird um 20.20 Uhr deutscher Zeit. Und ein großer Punkt war hier ja, wie schaut es denn aus mit der Steuergeschichte? Sollen da Wohlhabende stärker besteuert werden? Und das hat Biden jetzt offenkundig abgeschmettert, nämlich das, was Elizabeth Warren hier vorhatte, die Wohlhabenderen generell deutlich höher zu besteuern. Das scheint er, nämlich der US-Präsident, jetzt nicht durchbringen zu können, durchbringen zu wollen. Deswegen wird das erstmal weggelassen. Man will dann irgendwie anderweitig versuchen, das Ganze zu refinanzieren. Das erinnert so ein bisschen an das, was Donald Trump damals mit der Steuerreform gesagt hat. Ja, das wird sich ja alles wieder reinspielen, das kriegen wir doch locker wieder raus, und das wird auch diesmal nicht der Fall sein. Bei Trump war es erstaunlicherweise auch nicht der Fall, obwohl wir aus der Geschichte wissen, dass das noch nie der Fall war. Unternehmenssteuersenkungen im großen Maßstab haben nie das reingespielt, was man sich davon versprochen hatte, aber vielleicht ist diesmal alles anders, diesmal war es nicht anders und diesmal wird es auch nicht anders bei Biden. Dieses Programm Build Back Better, wie gesagt, 20.20 Uhr deutscher Zeit wird das verkündet, dass es sieht vor 2,25 Billionen Ausgaben für Infrastruktur vorwiegend, wollen wir uns gleich anschauen, aber auch Clean Energy Credits, also da werden Leute belohnt, die saubere Energie produzieren oder in irgendeiner Form energiepolitisch vernünftig erscheinen aus der Sicht der Regierung. Wir haben hier 650 Milliarden wird in Infrastruktur, Straßen, Brücken etc., aber auch 400 Milliarden etwa für Behinderte, für ältere Menschen, also soziale Geschichten spielen hier schon eine deutliche Rolle. 300 Milliarden in den Bereich Housing, 300 Milliarden in den Bereich Manufacturing und dasselbe nochmal Grid, Broadband, Water, also Infrastruktur im weitesten Sinne. Und jetzt sagt man sich, wenn Sie hier unten diesen Tweet von Meredith Lee mal anschauen, ja, das Ganze wird sich dann in 15 Jahren refinanzieren, denn das Spending sei temporary, also die Ausgaben sind vorübergehend, während aber die Anhebung vor allem der Unternehmenssteuern dauerhaft sei, nämlich von 21% auf 28% dürfte die Unternehmenssteuer angehoben werden. Vor allem aber dürfte dann eine Global Tax, eine Global Minimum Tax, wie das heißt, erhoben werden. Das heißt, amerikanische Konzerne, die im globalen Ausland irgendwo auch schöne Geschäfte machen, die werden da deutlich besteuert. Und das ist etwas, was der Wall Street nicht so richtig schmeckt. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir trotz dieses Tsunamis an Stimulus, an Fettliquidität etc. nicht durch die Decke schießen, weil eben das die Gewinne, die Margen der Unternehmen durchaus drücken wird. Hier sehen wir es nochmal, Revenue Raisers. 1,8 Billionen will man da wieder reinholen. Largely Corporate and Global Minimum Tax soll damit also reinkommen. Und naja, wenn es gelingt, ich bin gespannt, wahrscheinlich wird das Programm durchgezogen und dann wird der nächste Präsident aber sagen, ja, die Steueranhebungen, die nehmen wir wieder zurück. Es wäre nicht untypisch, und dann geht der Schuldenzunami in eine nächste Runde. Wie gesagt, 80 Billionen Dollar, über 80 Billionen Dollar derzeit die Verschuldung der USA insgesamt, also mit Haushalten, mit Unternehmensverschuldung, mit Staatsverschuldung. Hier sehen wir mal die Haushalte. Mit knapp 80% des BIP verschuldet und die Non-Financial Corporations, also die Firmen, mit über 80%. Das ist schon mal eine Hausnummer. USA haben ja so um und bei 20, 21 Billionen an BIP. Wir haben eine Staatsverschuldung von 28 Billionen. Das heißt, die Amerikaner müssen über ein Jahr unentgeltlich arbeiten, um die Schulden zurückzubezahlen, und dann kommen noch obendrauf eben die Haushaltsverschuldung und die Staatsverschuldung. 20.20 Uhr, wie gesagt, das wird
das sein, worauf die Wall Street heute blicken wird. Wir haben in den USA jetzt die Situation, auch in den USA muss man sagen, dass die neuen Corona-Fälle jetzt auf dem höchsten Stand sind seit einem Monat. Also die Kurve zeigt auch in den USA wieder nach oben. Das ist etwas, was ich angekündigt hatte. Die Chefin der CDC hatte ja gewarnt, dass wir stehen vor einer neuen großen Welle trotz Impfungen. Wir sehen, dass Brasilien ja völlig eskaliert weiterhin, aber das könnte jetzt auch in den USA ein Thema werden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, wie Biden gesagt hat. Und wir haben heute 14.15 Uhr den ADP-Arbeitsmarktbericht, ein weiterer Hingucker für die Wall Street und für die Aktienmärkte insgesamt. Denn das ist die Vorausschau auf die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag, die ja von den Märkten erstmal nicht gespielt werden können, weil die zu sind am Karfreitag. Aber jetzt gibt es verschiedene Indikationen, die sagen, naja, also da könnten eine unglaubliche Zahl rauskommen. So sagt zum Beispiel JP Morgan, ja, wir erwarten so 650.000 neue Stellen. Das ist deutlich besser als die bisherige Konsensschätzung. Aber ein Tracker bestimmter Daten, ein Data-Tracker auch von JP Morgan, sagt, es könnten bis zu 1,8 Millionen neue Stellen werden. Und die Frage ist, was wäre denn, wenn die Zahl jetzt wirklich über 1 Million ist, also wirklich sehr, sehr gut ist? Wäre das gut für die Märkte, wäre das schlecht für die Märkte, denn das würde wahrscheinlich ja wieder die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben bringen. Und dass diese Renditen steigen, ist ja auch nicht so fürchterlich seltsam, wenn wir sehen, was für ein Schuldenzunahme von den USA kommt. Das muss ja vorwiegend über Anleiheemissionen refinanziert werden. Man begibt also neue Anleihen und dadurch, dass es immer mehr Anleihen gibt, muss ja irgendwo die Nachfrage herkommen. Dadurch, wenn viel Angebot ist, dann sinken normalerweise die Preise. Genau das passiert mit den Kursen der Anleihen. Dementsprechend steigen reziprok die Renditen. Und jetzt also die Frage, heute schon 14.15 Uhr im ADP-Arbeitsmarktbericht. Ja, werden wir dann eine Indikation bekommen, dass die Zahlen am Freitag deutlich besser werden. Heute ist ja letzter Handelstag im Quartal. Frage Rebalancing, also Ausgleich nochmal, die letzten Zuckungen in Sachen Aktien, Anleihen, Window Dressing, also nochmal schön zeigen, welche guten Aktien man hatte, die jetzt im ersten Quartal gut gelaufen sind. Gute Frage. Wir sehen aber auf jeden Fall den Dallas-Fed-Chef Kaplan, der gestern gesagt hat, er sieht ein weit verbreitetes, exzessives Risk-Taking hier und das könne man so nicht mehr lange sich anschauen. Das würde systemische Risiken hervorbringen. Sicherlich kein Zufall, dass hier erstens Robert Kaplan das sagt. Das ist der wohl rationalste, das rationalste Fed-Mitglied, das einzige Fed-Mitglied, das gelegentlich die Wahrheit sagt, hat man das Gefühl. Dass also die Dinge benennt, wie sie faktisch sind. Und wahrscheinlich bezieht er sich da auf diese Geschichte mit Archegos, die ja wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs ist. Also diesen angeblich Family Office, Hedgefonds hoch 5, kann man sagen, so wie er agiert hat, der da ein bisschen in die Luft geflogen ist. Und dieses in die Luft fliegen, dieses Archegos Capital Fonds, wie auch immer man ihn bezeichnen mag, das hat an der Wall Street durchaus Sorgen hervorgerufen. Weniger wegen den Verlusten, das sind ein paar Milliarden, okay, das kann man wegstecken. Aber man fürchtet eben auf der einen Seite stärkere Regulierung eben durch die Aufsichtsbehörden aufgrund des Falles Archegos. Und auf der anderen Seite fürchtet man eben auch, dass die ausführenden Prime Broker, wie etwa eben große Banken, JP Morgan, dann zu anderen großen institutionellen Player wie Archegos sagen, naja Leute, ihr habt ein bisschen zu viel Hebel, das Risiko ist zu groß. Also dass man sozusagen die Hebelung runterfährt und auch das wäre natürlich jetzt nicht, naja, so richtig toll für die hochgehebelten Player am Markt. Und hochgehebelt sind auch Hedgefonds, aber deren Performance ist derzeit miserabel. Hier sehen wir, wir sind durchschnittlich, der durchschnittliche Hedgefund ist in 2021 mit gut 10% im Minus und zwar sowohl unter Wasser mit seinen Long-Positionen durchschnittlich als auch mit seinen Short-Positionen. Das ist geradezu tragisch. Man wurde also immer wieder auf der falschen Seite erwischt. Das schlechteste Jahr seit mindestens 2015. Und wir sehen, das ist schon eine ziemlich herbe Geschichte. Man läuft also die ganze Zeit hin und her. Und jetzt haben wir diese Seitwärtsmärkte rauf, runter, runter, rauf, ohne klare Richtung. Zumindest jetzt in den letzten 2 Wochen, sagen wir mal. Das wird es für die Hedgefonds nicht leichter machen. Dann diese Geschichte mit Archegos. Wir haben diese Geschichte mit GameStop, Melvin Capital etc. Also da gab es schon ein paar Unfälle
in diesem Bereich. Und die Frage ist, wann verunfallen die Aktienmärkte? Hier hat die Bank of America mal den großen institutionellen Playern diese Frage gestellt. Was ist sozusagen das Niveau, ab dem es wirklich schwierig wird bei der Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe? 2,0% haben die meisten geantwortet. Andere sagen 2,25, 1,75, da sind wir ja schon. Gestern waren wir im Hoch 1,78%. Also man sieht, man glaubt schon seitens der großen Player, dass so ein Niveau von 2% dann durchaus problematisch werden könnte. Ich hatte gestern einen Chart gezeigt, der klar macht, dass jetzt die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe schon höher ist als die Dividendenrendite im S&P 500. Apropos Rendite, wir sehen, dass die realen Renditen, also die Renditen minus Inflation, immer weniger negativ werden, eben weil die Renditen steigen. Und das ist genau das, was Gold unter Druck bringt. Gold folgt sehr stark diesen sogenannten realen Renditen. Wir sind ja gestern unter die 1700 Dollar Marke gefallen und Dollar ist genau das Stichwort. Der Dollar wird immer stärker. Wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit vielen, vielen Monaten. Könnte weiterhin nach oben ausbrechen. Bisher der Markt noch nicht so wirklich davon angefasst. Das könnte sich aber ändern. Schauen wir uns zunächst mal an, was gestern gut gelaufen ist. Consumer Discretionary an der Wall Street, Financial Industrials. Nicht so gut Energy, Utilities, Healthcare. Also diese Reflationstrades respektive eben auch diese Geschichten, die eher defensiv sind, und wir sehen der Dow Jones leichte Minus, S&P 500 leichte Minus, der VIX auch deutlich negativ, 5,4%, nur die Small Caps, die waren gestern stark, die waren vorgestern dagegen schwach, also linke Tasche, rechte Tasche, nach wie vor das Spiel. Hier sehen wir mal den Dollar oben, nach oben ausgebrochen, das sieht stark aus jetzt, und wir sehen unten den S&P 500. Der letztendlich seit zwei Wochen auf der Stelle tritt, Chart von Michael Silver by the way. Also schwierige Konstellation, die man derzeit vorfindet, noch nicht so die ganz klare Richtung, die hier erkennbar ist. Was erkennbar aber ist, ist, dass sogenannte Qualitätsaktien im Vergleich zu weniger Qualitätsaktien, also deren Bilanzen schlechter sind oder die gar keine Gewinne machen, deutlich unterbewertet sind historisch gesehen. Genau das Gegenteil dessen, was etwa eine Cathie Wood glaubt, die ja vor allem auf Werte setzt, die ein großes Zukunftsversprechen, aber eine eher trübe Gegenwart haben, weil sie schlichtweg kein Geld verdienen, teilweise sehr illiquide Aktien, und genau das könnte sozusagen, wenn man sich das mal im historischen Kontext anschaut, doch durchaus schwierig werden. Cathie Wood für mich so einer der schwierigsten Gestalten, die war sehr erfolgreich, also denken alle, ja, dieser Erfolg wird weitergehen, weil sie den Plan hat. Dabei zockt sie nur mit großem Einsatz, nichts viel anders als Elon Musk von der ganzen Persönlichkeit, hat deswegen auch viele Anhänger. Klingt alles so furchtbar rational bei ihr, aber wenn man sieht, was sie tut, dann halte ich das für extrem risikoreich. Da soll man sich besser nicht täuschen lassen. Wir hatten abschließend gesagt, heute aus China die Einkaufsmanager-Indizes noch. Wir sehen, die sind besser ausgefallen. Es gab ja so eine Delle zuletzt in den letzten Monaten. Jetzt sehen wir, vor allem Service-Sektor zieht stark an in China. Manufacturing, also der industrielle Sektor, nicht so furchtbar stark. Wir haben allerdings auch die Meldung, dass jetzt in China, hier an der Grenze zu Myanmar, eine Stadt wieder abgeriegelt wurde wegen Corona-Ausbruch. Also das scheint auch in China wieder ein Thema zu sein. Und wenn wir uns global mal anschauen, wo ist denn eigentlich die Erwartung nach einer deutlichen Wirtschaftserholung, dann ist die am stärksten derzeit in Indien, gefolgt von Nordamerika, Greater China, also China plus Taiwan, Asia Pacific, dann mit der Abstand, dann kommt Europa immerhin, Developing Markets und dann Lateinamerika, also Südamerika, da ist es offenkundig am schlechtesten. Und nicht so richtig toll ist es auch in Sachen reale Rendite hier in Deutschland. Da sind wir auf dem Weg zu einem neuen Allzeittief. Wir hatten gestern ja Verbraucherpreise aus Deutschland. Die waren relativ saftig gestiegen, 1,7%. Und wenn man jetzt mal die reale Rendite in Deutschland sieht, nämlich die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe minus eben der Inflation, dann haben wir da gestern einen richtigen Schnaps nach unten gemacht in Sachen reale Rendite. Das heißt also, die finanzielle Repression in Deutschland wird eher stärker als schwächer, zumal die Inflation noch weiter anziehen dürfte bald. Und wir haben, das wollte ich nicht zeigen,
Wollte ich gestern schon nicht zeigen, heute zeige ich es auch wieder nicht, gell, den Warren Buffett, den kennt ja jeder. Wir sehen, dass also hier das ein Thema wird, auch um 11 Uhr heute kommen die Verbraucherpreise aus der Eurozone, auch das wird ein Hingucker. Also 11 Uhr Verbraucherpreise, Eurozone, wir haben 14.15 ADP Arbeitsmarktbericht und 2020 dann vor allem Joe Biden mit seinem Infrastrukturprogramm. Das sind die Highlights heute am letzten Tag des Quartals in einem Markt, der bei der Wall Street linke Tasche, rechte Tasche ist, relativ unklar, der DAX inzwischen auch wieder knapp unter der 15.000er Marke, jetzt der vorbörsliche Indikation. Was soll man zu dem Ganzen sagen? Es ist ein Hin und Her. Im Zweifel macht es die Taschen leer. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.